es gibt Raubritter, die ziehen umher, so wie meine Wenigkeit. Und es gibt Raubritter, die haben ihre eigene Burg. Und ich möchte euch nun die Geschichte des Ebers erzählen. Der Eber, ein großer, grimmiger Kerl. Ob wir Freunde waren, das weiß ich nicht. Aber ich weiß zumindest, dass wir uns bis heute eigentlich gut verstehen. Die Geschichte, die ich nun erzähle, nahm ihren Anfang im tiefen Odenwald. Dort, wo es dereinst viele Raubritter gegeben hat und, ich meine sozusagen, auch heute noch gibt. Der Eber war dafür bekannt, viele von seinen Leuten, die durch den Wald kamen, so dermaßen zu erschrecken, dass sie reißaus nahmen und völlig schockiert diesen Ort mieden wie die Pest. So traf ich einen Jäger des Wegs. Und der tiefe Wald war endlich hinter mir. Und ein Jäger kannte sich im Wald nun mal am besten aus. Verzeiht, guter Mann. Wo geht es zur Burg des Ebers? Bitte, wo wollt ihr hin? Zur Burg des Ebers. Seid ihr sicher, dass ihr da hin wollt? Ja, so ziemlich. Ich habe mit dem Kerl nichts. Ich bin so froh, dass ich dort fort bin. Dass ihr da weg seid? Ja. Warum denn das? Ist geheuer, diese Burg. Und der Burg her genauso wenig. Also wo muss ich lang? Wenn Sie hinten um den Berg rumgehen, dann werden Sie die Burg sehen. Ziemlich groß, dunkel, düster, bedrohlich. Also genau das, was ein Raubritter, also der Rodensteiner Eber, für sich behält. Bestimmt. Gut, danke schön. Viel Spaß, ich werde für euch beten. Danke. Merlin entsandte mich auf die Burg des Ebers. Ich sollte ganz einfach den Eber überreden, mir zu folgen. Doch ich traf des Weges die Elster. Es war eine wunderschöne Frau und Gefährtin des Ebers. Ah, da ist ja der Fuchs. Mal sehen, ob meine weiblichen Reize ausreichen, um ihn seinen Stein abzunehmen. Dies war nicht unsere erste Begegnung. Hallo, schöne Frau. Wohin denn des Weges? Ihr seid bestimmt der Fuchs. Ja, in der Tat, das bin ich. Wie hat euch denn mein Ruf erreicht? Ich habe gehört, ihr habt einen wunderschönen Stein. Ja, einen sehr schönen Stein sogar. Könnte ich den vielleicht haben? Ich habe gehört, er hat ganz viele Kräfte. Er kann vor allen Dingen Wünsche erfüllen. Ich würde euch auch einen erfüllen, einen ganz großen sogar, wenn ihr mir den Stein gebt. Die Verlockung ist zu groß, aber ihr seid wunderschön. Aber den Stein kann ich nicht herausgeben. Und mich plagt ein wichtiger Auftrag. Auf bald. Ach, schade. Aber er ist auch verdammt süß. Ich sollte hier auf der Burg des Ebers die Elster, den Eber selbst und noch jemanden aus dem Jenseits holen. Es war der Schwertkämpfer Ulfgard. Aber das kommt später. Ich grüße dich, werter Eber. Ich weiß, du hättest eine Erklärung verdient, weil ich einfach so in dein Revier eingebrochen bin und ich weiß mehrere, aber du weißt, ich habe damals deine Frau habe ich unpässlicherweise erwischt, aber ich habe auch bewiesen, dass sie nicht dran schuld war. Und du hast mir damals versprochen, dass ich einen Gefallen bei dir gut habe. Und den fordere ich jetzt ein. Natürlich erzählte ich ihm nichts von dem Zauberstein, den ich hatte. Und auch nicht, dass ich mit seiner Hilfe ihn damals erweckt hatte, als er vom Igel tödlich niedergestochen wurde. Und naja, ich war dabei, ihn zu überreden. Und es gelang mir auch. Er war auf meiner Seite. Ich bin dabei. Oh, ja, dann lass uns gehen. Nun war der Schwertmeister Ulfgard dran. Aber er ahnte auch nichts von dem Zauberstein. Im Jenseits war es immer so gruselig. Und ich war froh, als ich da wieder raus war. Ich bin tot, oder? Ja. Und wenn es so ist,
Die sind gerade dabei, dich zu begraben. Ich war noch so jung. Ja, du warst jung. Du bist ja noch jung. Allerdings, ich soll dich wieder erwecken. Ja, weil... Sagt dir das was? Nein. Ich kann mich damit von einem Ort zum anderen zaubern. Was aber noch nicht mein Problem löst. Ja. Ich brauche dich. Du müsstest mir für einen Zweck dienen. Zwar nur für kurz, du wärst wieder am Leben, aber... Gemacht. Du könntest dich zumindest von allen verabschieden. Wir lösen uns auf, oder? Ja, wir lösen uns auf. Ist das so ungewöhnlich? Das hast du schon mal gemacht. Ja, das ist eine Weile her, bevor du gestorben bist. Du hast gegen den Igel gekämpft. Nun hatte ich alle drei beisammen. Und der Eber, die Elster und den Schwertmeister. Nun wollte ich meinen Plan erklären. Allerdings dauerte das eine Weile. Werter Eber, ich störe euch sehr ungern. Ihr schon wieder? Ja, ja, ich habe euch jemanden mitgebracht, der euch für eure Dienste sehr willkommen geheißen hat. Er? Ja, er sollte tot sein. Oder etwa nicht. Er hat ihn mit dem Zauberstein erweckt. Zauberstein? Und eben da schwant mir Unheil. So, also... Zauberstein? Euer Schwert? Ja, danke. Euer Schwert? Ja. Wieso? Soll ich jemandem helfen, der die einen Zauberstein hat? Wenn ich den Stein doch selbst haben könnte! Nicht schon wieder! Ich helfe ihm erst, wenn er was sagt. Ich renne jetzt nicht hinterher. Der Eber, die Elster und ich, wir hatten es geschafft, sowas wie Freundschaft füreinander zu entwickeln. Nach einer Weile machte der Eber jedoch schlapp und mich traf etwas anderes. Die Burgbesitzer nochmal erwischen, haben sie seinen Pfeil in Arsch, haben mir da 3 Wochen auf dem Gaul gekunden. Heute ist mein Glückstag! Au! Hey, die Sau hab ich. Oh. Ah. Ah, wo kam denn der her? Ich hab da vorhin einen Jäger getroffen. Oh, sachte! Ich will aber den Stein! Und ich habe gesagt, ihr seid wunderschön und ich rück ihn nicht raus. Dass wir uns verstanden haben. Von den Zinnen ihrer Burg aus sahen die Elster und der Eber mir noch nach. Ich konnte auf ihre Hilfe zählen, das wusste ich. Aber die Elster hatte das funkelnde Steinchen nicht bekommen. Dabei hatte sie es fast geschafft. Aber... das ist dann eine andere Geschichte. Na, schlechte Laune? Ja. Ich wüsste vielleicht etwas, um die schlechte Laune zu vertreiben. Und wenn ihr, werter Wandersmann, einmal die Burg Frankenstein besucht, oben auf der Bergstraße, dann seid euch gewiss, dass irgendwo der Eber, auch genannt der Raubritter Falk von Rodenstein, sein Unwesen treibt. Seine Gefährtin, die Elster, ist dann nicht weit weg. Und meines Wissens ist dort auch der Schwertmeister gut aufgehoben, den ich wiedererweckt habe. Er und zusammen mit dem Pagen sind ein Quartett, auf dessen Hilfe ich bestimmt zählen kann. Denn mein Name ist Raubritter Erik von Wiesenberg. Oder einfach der Fuchs.